Es kann losgehen. Ich bin heiß, ich freue mich. Das Ziel ist bekannt und wir werden alles dafür geben. Wir sind ja gejagt und jeder will sich an uns messen. Was macht Stefaniak? Der versucht den Ball in die Dartstelle. Da hat der Torhüter nicht aufgemacht. Und Tor! Und Tor! Und Tor! Der Finne! Eiskalt! Wir müssen nichts bremsen, wir sind nicht euphorisch und so wollen wir weitermachen. Jetzt nochmal Eilers, nochmal Eilers! Komm, Eile! Komm! Ja! 1 für Dynamo Dresden. Der Salat ist geputzt. Wir wollten unbedingt gewinnen und das haben wir gesehen. Dynamo hat das Spiel gedreht. 3-2 führen die Schwarz-Gelben. Modica hat den Treffer gemacht. In der Halbzeit habe ich mich entschuldigt bei der Mannschaft. Ich habe gesagt, dass es mir leid tut, dass es auf meine Kappe geht. Dass ich versuchen werde, das wieder gut zu machen. Dass natürlich, dass mir das mit einem Tor gelingt, war umso schöner. 1-0 für Dynamo. Paco Testro macht das Tor für die Schwarz-Gelben. Yes! Ja, ich freue mich, dass wir gewonnen haben. Ich freue mich, dass ich getroffen habe. Und ich freue mich, dass wir Spitzenreiter sind und die Tabelle ausbauen konnten. Ja! In der letzten Minute schießt Dynamo das 2-1. Und es ist wieder Justin Eilers. Alle auf dem Platz. Das Stadion, ein toller Haus und Eilers, der hält einmal mehr. Wir haben uns das am Ende auch verdient, auch wenn ein bisschen Glück dabei ist, aber wir stehen nicht umsonst ganz oben. Wenn man am 13. Spieltag dann das erste Mal verliert, dann spielt man bislang eine richtig starke Saison. Trotzdem tut's weh, vielleicht weil es bis jetzt ungewohnt ist. Trotzdem kein gutes Gefühl, also Siege machen mehr Spaß. Es ist die größte und aufwendigste Choreografie. Es ist spektakulär. Es ist eine Gänsehautentzündung im Dynamo-Stadion. Wow, sowas hat man noch nicht gesehen. Dynamo, du bist der geilste Drittligist der ganzen Welt. Du bist ein spektakulärer Verein. Man kann wirklich einfach nur stolz auf unsere Fans sein, was sie hier gemacht haben und gigantisch. Also ich glaube, jeder Fußballer in Deutschland ist neidisch darauf, wenn er das hätte erleben dürfen. 24 Meter Freistoß, relativ zentrale Position. Ball ist freigegeben, kommt in den Strafraum. Der Ball ist drin! Der Ball ist drin! 2-2! Für mich persönlich ist eigentlich ein gutes halbes Jahr. Ein Arschtor, ein aufgelegt mit dem Kronjuwel. Kann nicht jeder behaupten, glaube ich. Sie hören es hoffentlich noch im Hintergrund. Der Fußballgott wird bejubelt. Justin Eilers. Er trifft wieder und Dynamo führt. Und die Stimmung ist am Siedepunkt. Ja, anscheinend wollte es Gott so, dass der Ball genau vor meine Füße fällt und ich dann das Tor zum wichtigen Sieg erziele. Ja. Sensationell! Ich sag einfach nur sensationell! Ein Tor zum Einrahmen von Paco Testroth. Meine Fresse, war das ein geiles Tor! Ich drehe mich um und ich sehe, dass nirgendwo einer ist und dann probieren wir es mal. Ja, toll, dass es geklappt hat. Klappt nicht oft. Im Stile einer echten Spitzenmannschaft gewinnt Dynamo Dresden hier an der Bremer Brücke das Spitzenspiel mit 3-0. Was für eine bockstarke Vorstellung. Es war ein ganz, ganz wichtiges Spiel und ich muss sagen, so heiß habe ich uns noch nie erlebt wie in der ersten Halbzeit. Das war ein geiles Gefühl, so mit den Jungs auf dem Platz zu stehen. Oh! Alle dachten, er flacht da rein in der Eilers. Was macht er? Mit der Hacke macht er ihn ins Tor. Ja! Sind dann so halt so, ja, so Momentum, gerade in dem Moment, was man durch den Kopf so schießt. Ja, und ich habe einfach probiert, der Ball lag günstig durch die Annahme, dass ich mit der Hacke aufs Tor bringen kann und ich habe mein Glück versucht. Die Flanke in den Strafraum, jetzt, nein, jetzt, ja, ja, nein, das gibt's doch gar nicht, das gibt's doch nicht, das gibt's das nicht. Sie kriegen den Ball nicht über die Linie, sie kriegen den Ball nicht über die Linie. Ball kommt auf den Boden, ich krabbel nach hinten, wollte irgendwie im Liegen schießen, Zentner am Ball, Lumpi und alle schießen zusammen, Zentner am Ball, unfassbar. Also da war irgendwo ein Fußballgott, der heute noch nicht wollte, dass wir aufsteigen, sondern erst in Magdeburg. Und jetzt pfeift er ab und alle reißen die Arme nach oben. Dynamo ist zurück in der zweiten Fußball-Bundesliga, hat hier den Aufstieg
perfekt gemacht. Sensationell, so geil, hab beim ganzen Körper Gänsehaut gehabt, sind auch leicht die Tränen gekommen. Total überwältigt und ganz viel Freude. Ja, jetzt sind wir alle glücklich. Dynamo ist Drittligameister. Einfach nur Hammer. Und das sollten wir feiern mit einem Bierchen. So wie sie gekämpft haben die ganze Saison lang, haben sie es verdient. Eindeutig. Ja, wir freuen uns riesig, man kann es doch gar nicht richtig glauben. Es ist schon eine außergewöhnliche Saison gewesen. Von Anfang an oben. Ich glaube, dass wir es insgesamt richtig gut gemeistert haben. Absolut spitze und jetzt feiern wir nur noch.